einen wunderschönen guten Tag, meine Herren, gut der und herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier auf YouTube. Heute mit einer Pulse-Session. Ihr habt ja in einem der letzten Videos gesehen, wie ich derzeit trainiere im Hinblick auf meine Rotation, Push, Pull, Arms, Legs off. Und heute schauen wir uns die Pulse-Session an. Wir starten mit einem Movement für den Latissimus, um diesen in der voll verkürzten Position ein bisschen zu belasten, beziehungsweise gleich am Anfang zu priorisieren. Dann gehen wir über zu einem Leg Curl und dann in den schweren Hip Hinge des heutigen Tages, den Barbell Romanian Deadlift rein. Aber lass uns jetzt nicht weiter Zeit verlieren. Wir gehen rein. Danke, Rafi, dass du die Zeit genommen hast. Danke an euch, dass ihr euch die Zeit nehmt, um dieses Video anzuschauen. Schaut ihn rein. 2, 1. Mit der Monster Pip. Wow, okay. Wir sind hier beim Hammer Strength Lat Pulldown. Wir werden den heute unilateral machen. Ist in einer normalen Ausführung, haben wir übrigens ein cooles Reel, Slash, Video, TikTok, wie auch immer dazu macht. Ist in einer normalen Ausführung eine Übung, die die verkürzte Position eben ziemlich stark beansprucht. Wir werden das Ganze ein bisschen umgestalten, sodass diese Übung mehr die mittlere Range Bias betont, wie auch immer. Setzen uns ein bisschen weiter nach hinten hin, stützen uns mit der Hand hier am Polster ab und legen nicht unsere Brust an. Jetzt dann eh in den folgenden Sätzen sehen. Wir haben jetzt einmal hier auch ein, zwei Aufwärmsätze, bevor wir dann schlussendlich in den ersten Arbeitssatz, in den schweren Satz reingehen. Sagen, wie gesagt, wir verlieren keine Zeit und gehen gleich in die Folgen. Ich nutze die Zeit jetzt trotzdem kurz, um den Unterschied jetzt nochmal zu demonstrieren. Also bei der normalen Ausführung bin ich hier komplett am Brustpolster, halte mich hier fest und ziehe das Teil hier nach unten. Dementsprechend habe ich hier eine Belastung, die mehr die verkürzte Position hier unten beansprucht, weil sich der Hebelarm hier ungefähr, ja, so, der ist jetzt rechtwinklig zum Boden, befindet. Und wenn ich aber jetzt hier ein bisschen nach hinten gehe, dann kann ich auch diese Übung machen, wo ich ungefähr mit dem Hebelarm, wenn er ist, sieht man das schon, oder? Wo ich ungefähr im rechten Winkel, parallel zum Boden starte, Schwerkraft zieht er nach unten und somit das höchste Drehmoment hier habe und hier in die verkürzte Position reinziehen kann, sodass das Drehmoment etwas abnimmt. Und das ist jetzt auch die Variante, die wir hernehmen, um aus dieser Übung eine richtig gute Übung für den Latissimus zu machen. Take off in 5, 4, 3, 2, 1. Lot of y'all doubted on me. Now they like, wow, look how far you come. Stop it. 8-ball been up in the pocket. Took off from the Rockets, I'm Harden. Defeat or defeat, I'm heartless. We keep on target. Top AOK, we don't wait. Say something about me. Back in the day they was running on me. Now we number one in it. Das war jetzt schwere Topset. Schwer. 9 Reps. Jetzt gehen wir zum Backoff mit 10 bis 15 Reps, 10 Kilo weniger. Dann sind wir mit Latissimus erstmal durch. Später gibt es noch eine weitere Übung für Latissimus. Aber in einer Rudervariante, in einer horizontalen Ebene. Das ist mehr oder weniger eine vertikale Ebene, so leicht vertikal. Kurzer Tipp vielleicht, weil ich sehe Leute immer, die ihre Zughilfen so um die ganze Stange immer herumwickeln, bis sie nichts mehr da haben. Wickelt die Zughilfe einmal rum, ja, sodass ihr quasi den Griff habt, aber auch die Zughilfe. So habt ihr maximalen Grip, braucht quasi gar nichts machen. Wenn ihr die Zughilfe tausendmal rumwickelt, dann geht so dieser eigentliche Zweck hier fast verloren. You reset your goals. We do not stop for a bump in the road. Countdown is running, I'm ready to go. So get you a seat and start watching the show. Legendary like all my idols. Coming for it all and I can't wait. Success just called and I got me a date. So I grab my ambitions and I'm on my way. Cross the wrong line and it's bad news. Might get burnt like a candle. We too hot to handle. World at my feet like a sandal. Zieh mal meinen Arm quasi runter, damit ich überhaupt keine Kraft brauche am Anfang. Ich halte wieder einmal fest, zieh Zughilfe fest. Gleichzeitig habe ich eben, wie du schon sagst, so eine Art Einstiegshilfe. Dann bin ich da schon nach unten, kann man das noch einstellen, zack, und los bin ich. I'm about to blast out. Yeah.
Wir haben jetzt so eine Leg Curl Variation. Früher war es bei mir so, dass ich den Zyklus begonnen habe mit 2 Sets Nadels. Habe ich systemisch und lokal nicht regenerieren können. Dementsprechend sind es aus 2 Sets Nadels 1 Satz Standing Leg Curl, weil der eher die verkürzte Position beansprucht. Dementsprechend nicht so viel Muscle Damage anhäuft, dementsprechend nicht so viel lokale Fatigue induziert und eben Ansatz Romanian Deadlift, wo die Rep Ranges alternieren. Heute haben wir, glaube ich, ein höheres Rep Set. Ist jetzt nicht so mein Favorite bei Audi. Das letzte Mal waren es 2,40 für 7, glaube ich. Schauen wir mal, was es dann heute wird. Aber jetzt gehen wir zuerst Leg Curl. Wir kurbeln die Geschichte runter, um ein adäquates Setup zu generieren. Satz. Na, wir machen jetzt einen Satz mit 8 bis 15 Wiederholungen, 50 Kilo oder so, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ich muss schauen, wie viel ihr letztes Mal gemacht habt. Schreibt eure Dinge mit. Schreibt eure Dinge mit, Kinder. Schauen wir, wie ich letztes Mal gemacht habe. Und dann gehen wir runter. Also dann gehen wir noch mit runter, machen einen Satz und dann gehen wir runter und bewegen ein bisschen Gewicht. Okay. Am Ende immer noch ein paar Partialwiederholungen. Nur weil ihr in der verkürzten Position gefehlt seid, heißt das nicht, dass ihr auch in der verlängerten gefehlt seid. Ja? So oftmals gar nicht so einfach. Humor und Trainingsintensität zu verbinden, deswegen appreciated das und droppt einen Kommentar unten, lasst Liebe da. Braucht einen Satz Hamstring Curls und schnallst als hin. Echt, jetzt gehen wir alle rein. Jetzt sind die Hems aufgewärmt. Das ist übrigens auch ein positiver Nebenaspekt davon, dass wir jetzt den Leg Curl quasi in RDLs vorgeschaltet haben wieder. Dass es einfach ein bisschen besser anfühlt, wenn vorher ein bisschen Knie gebeugt wurde, bevor wir jetzt schlussendlich in die Hüftstrecken reingehen. Tipp Nummer 1 für einen Barbell Romanian Deadlift. Ihr braucht eine Barbell. Dementsprechend werden wir uns jetzt in den Mund. When the thing go crazy, man, them a get buck wild. When the thing go crazy, girl, them a get buck wild. Dann 2,20 auf 1. Ich denke, dass wir heute bei 2,20 bleiben. Also mal probieren, einen All-Time High-Rap PR rausballern. Schauen wir mal. When it go crazy, girl, them a get buck wild. When it go crazy, man, them a get buck wild. When it go crazy, girl. Ich werde mir jetzt Musik reintun und werde mich ausklinken. Für diesen letzten Warm-up und für den ersten Working Set. Man, them a get buck wild. When it go crazy, girl, them a get buck wild. When the thing go crazy, man, them a get buck wild. When the thing go crazy, girl, them a get buck wild. When the thing go crazy. When it go crazy.
die Babel Ariel Abmoderation kurz hinsetzen und einen Schluck von meinem Intra-Workout nehmen von ESN. Maximale Rabatte mit Chris. Ja, mit Chris. Perfekt. Wir gehen jetzt weiter zu bronierten Rudern an der Galaxy. Was ist überhaupt das, Alter? Kraft, kannst du mal sagen, was ist das? Was ist das? Ich bin Son Goku. Auf jeden Fall gehen wir jetzt bronierten Rudern an der Galaxy. Ein bisschen Upper Back, ein bisschen hintere Schulter mitnehmen. Und dann gehen wir noch zu einer Latissimus-Übung und dann Terrace Pull Down. Und dann hier noch eine Arme. Galaxy Row. Raffi, machen wir eine coole Transition so zur Galaxy Row in 3, 2, 1. Gut! Gut! Ich muss ganz ehrlich sagen, es war wirklich einmal angenehm, keine 240 Kilo plus aufzuladen, um meine Posterior Chain zu stimulieren. Wir machen jetzt hier ohne die Rudervariation. Sitz wird eher etwas tiefer eingestellt als sonst. Ja. Man muss da aufdrehen, um das Ganze zu adjustieren. Dann steckt man den Stift da rein. Der Brustpolster jetzt so gesetzt ab, dass ein Hohl out ist. Das ist ein Scheißding, das ist schon. So kommen wir relativ gut in Stretch. Also. Okay, well. Das war's. Trainingsende. Kamera läuft noch. Stromausfall, Kamera auch. Gut. Ich schau mal, dass wir hier einen schönen Stretch drauf kriegen, in der vordersten Position. Und nach hinten ist eine Kombinationsbewegung der Schulterblätter nach hinten und dann nach außen für den Ellbogen. Ja? So habt ihr eine schöne Trapez und hintere Schulter und Teres irgendwo eine dominante Ruderbewegung. Ja? Wenn wir es jetzt als Lacho machen würden, haben wir hier einen relativ tiefen Griff und ziehen hier in Richtung der Hüfte nach unten. Ja, das ist wirklich so her. Das wäre ein Latissimus-Show. Wieder bei den Sitz auf eurer Position höher stellen. Und jetzt hier für Trapez, Teres und hintere Schulter Row. Hier Kombinationsbewegung, Schulterblätter nach hinten, Ellbogen nach außen, Schulterblätter nach hinten, Ellbogen nach außen. Stretch, Schulterblätter nach hinten, Ellbogen nach außen. Gut, das war jetzt quasi mein Aufwärmsatz. Nächster Satz 120, all in. Power on the rise, it's a sight to see. Chaos will arrive if you invite and we. You can see, you can feel, you can hear, it's getting real. Shake down, break down, you can't shake it off. Lay down, stay down when we taking off. You can see. Es gibt Leute, die sich konzentrieren zu können. Danke. Der Wahnsinn. Ich denke, wie man im Gym so schreien kann. Das geht noch nicht mehr. Also für mich ist es schon fast Ruhestörung, muss ich sagen. Dangerous. That's dangerous. Dangerous. Oi, oi, oi. Aber gut, war schön. Super schön, Alter. Genau wie die Leute. Ja, ja. Jetzt geht mal Latissimus rudern. Dadurch, dass wir heute einen unilateralen Pull als erste Übung gemacht haben, gehen wir jetzt her und rudern bilateral für Latissimus. Wir müssen schauen, ob wir ein richtiges Attachment finden, ein richtig gutes Attachment finden. Wir wollen für Latissimus-Rudervariante immer einen neutralen oder leicht supinierten Griff haben, damit der Ellbogen auch schön in Richtung der Hüfte treiben kann. Und den Rest erkläre ich dann, wenn wir die Übung machen. Aber jetzt muss ich dann erstmal einen Griff suchen, weil das ist im Gym immer die Hauptchallenge. Ja, steht es mir falsch. Ich bin unheimlich dankbar, dass wir so viele Griffe haben, aber auf der anderen Seite haben wir halt wieder keine, weil alle irgendwie. Der erscheint mal sehr plausibel. Ist jetzt vom Prime, den kann man schön einstellen. Leicht supiniert, wie ich gerade vorher angesprochen habe. Jetzt muss ich nur schauen, dass es zugeht auch wieder. Leicht supiniert. Seht ihr jetzt, der ist supiniert, der ist jetzt noch neutral. Wenn ihr supiniert macht, habt ihr hier, wie gesagt, schönen Ellbogen-Treble in Richtung der Hüfte. Kathi macht Hack. Kathi ist jetzt, wie viele Wochen out ist sie jetzt gerade? 13. Kann man richtig schön. Das kennt ihr ja gut, oder? Air Roads. Griffkraft über das Vorderen. Größere Unterarme. Was hast du zu meinen Unterarmen? Sind schon größer geworden? Ich weiß nicht. Ja.
komplett irre. Dangerous. Ain't too many that safe with us. Ain't too many that hang with us. Label us notorious warriors. Give her all to the end. Living life on the edge. Wrong move, you might dive in. Choice is yours on this mortgage board. What you picking? Die zwei Pagen waren super wichtig, damit man die verlängerte Position gut anspringt. Machen wir jetzt noch einen Satz. Das waren 16 auf 10, glaube ich. Dann gehen wir über zum Latzug, zum Terrace Pulldown. Also kurz for reference. Rafi steht gerade im Kabelturm drin und filmt. Also für den Einsatz da lassen, da liken. Abo, ja, vor allem Abo. Übrigens danke, also Abos zur Zeit top notch. Oh, effizient. Muss schon da, Alter. Okay. Gewicht stecken, weil dann kannst du dann gleich abgehen. Die Leute fragen mich immer, hey Chris, wie kannst du 10, 11 Übungen zu einer kurzen Zeit unterbringen? Trainingseffizienz. Übungen wählen, die nah beieinander sind, nicht so viel Pause machen und dann netten Raffi an der Seite haben, der da hilft, die Barbell abzuräumen beim Barbell-Audio. Ist das nicht schön? Jetzt machen wir hier Terrace Pulldown. Zwei Sätze ebenfalls. Hier wichtig, wir haben schon ein eigenes Video zu den unterschiedlichen Pulldown-Varianten gemacht. Brustwirbelsäulenstreckung. Schulterblätter dürfen frei mitbewegen. Ellbogen werden hinter den Körper geführt. Ja, nochmal ein Unterschied zum Latissimus Pulldown. Ellbogen vor dem Körper mit neutraler Wirbelsäule und Schulterblätter, die sich nicht mitbewegen. Genau. Hier will man einen Pronätengriff, beziehungsweise kann man auch mit den Händen arbeiten und dann leicht so semi-ponieren. Für den Lat-Pulldown wird man jetzt einen neutralen oder leicht supinierten Griff nehmen. Gut. Schießen wir jetzt noch schnell runter und dann fällt es mal rein in die Traps und in den Terrace. Schulterblätter mitbewegen da, um ein bisschen Bewegung reinzubringen. Wir müssen einen Backcheck machen. Was sagst du? Sehr stabil. Stabil. Wir haben uns dazu überlegt, am Anfang, als wir einen Primo bekommen haben, brauchst du so ein Signalwort, dass er was gut gemacht hat. So. Wir haben halt jetzt Bravo genommen, aber am Anfang hätte man sagen, ihr habt den Scherz gebraucht, wir müssen stabil sagen. Sehr schön lustig. Stell dir vor, der Primo macht irgendwas gut, stabil. Stabil. So immer ein Treat geben und stabil. Das wäre so genial gewesen. Baroni, warum hast du das nicht zugelassen? Also sind wir da jetzt durch, gehen wir runter zum einzig wahren Kabelturm und geben ein bisschen Gas bei die Astel. Jetzt nächste Übung, Dual Crossbody Pushdown. Hier schauen wir, dass wir einmal die verkürzte Position vom Trizeps voll und ganz erwischen. Sprich, einerseits wirklich eine schöne Retroversion im Arm haben plus eine Extension im Ellbogengelenk, damit wir wirklich in die maximale Verkürzung reinkommen und diese schöne Peak Contraction haben. Ganz genau. Und danach geht es weiter dann wahrscheinlich mit einer Übung für die Lengthen Position, wo wir dann einerseits vielleicht ein bisschen mehr in den langen Kopf dringen plus die gedehnte Position. Gedehnte Position ist alles. Genau. Die Position, die für die Hypertrophie so wichtig ist. Komplett ihre. Danke, Alex. Immer gerne. Coach Alexander Kuhn. Auf Instagram, auf YouTube. Was ist mit YouTube, Alter? Alex. Ist aktuell ruhig. Sind nur Podcasts. Und zwar weise ich euch auf seinen Kanal. Das heißt, jetzt muss er wieder was machen. Damit jetzt alles ein neues Video mit Alex. Please come back.
weiß genau, was der Alex gesagt hat. Das heißt, die Schellen ist jetzt ein bisschen runter. So ungefähr auf Hüfthöhe. Ja, wenn es wird passen, schauen wir mal. Und Katana Extension. Das heißt, jetzt haben wir hier verkürzte Position und eher den lateralen Trizepskopf trainiert. Jetzt gehen wir über zum eher langen Kopf und verlängerte Position hier oben. Wir haben es jetzt geschafft, Alter. Katana Extension auf einmal eingehakt. Ja. Das muss man machen, wenn man zu stark ist und quasi schon beidmal zweimal Fullstack ist. Da muss man nämlich beide Stacks zu einem Kabel vereinen, dass man dann noch eine Unilateral Overhead Triceps Extension macht. Alter, hervor. Wird komplett den Sinn der Übung nehmen, aber es wäre halt trotzdem schwierig. Curls von unten. Verlängerte Position. Reps im Tank. Die Bizeps eher in der verlängerten Position belastet. Ellbogen hinter den Körper. Jetzt machen wir Folgendes. Machen wir eine Preacher-Curl-Variante mit einer Kurzhantel und haben den Ellbogen vor dem Körper, haben aber trotzdem eine Belastung für die verlängerte Position mehr oder weniger, weil wir die maximale Last mit einer Kurzhantel dann in der Position haben. Ihr werdet es dann eh gleich sehen, ich will dann später nur nicht mehr so viel dazu sagen. Somit haben wir die gleiche Position belastet in einer unterschiedlichen Stellung des Oberarms im Schultergelenk. Deswegen schauen wir uns das Ganze jetzt an. Rüber zu den Kursen und das ist die letzte Übung für den heutigen Tag. Fürs Zusehen. Es war wieder phänomenal. Warum können meine Arme nicht immer so ausschauen? Der Hut, zu schön, um wahr zu sein. Bitte, wenn euch das Video gefallen hat, war eine lässige Session, dann unten einen Kommentar da lassen. Wenn ihr euch weitere Videos in welcher Art und Weise auch immer wünscht, dann bitte einfach ganz kurz Feedback da lassen. Und ansonsten Kanal abonnieren. Nicht so bleiben, wie ihr seid, sondern weiterentwickeln, versteht sich.
Und dann wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag. Genießt ihn. Ich hoffe, es ist schönes Wetter. Wir haben schönes Wetter. Es ist kalt, aber wir haben schönes Wetter. Gebt Gas, passt auf euch auf, verbringt eure Träume mit Geistern stellen. Sehen und hören uns. Peace, bis zum nächsten Mal und gute Ehre.